Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Ja, es geht jetzt wieder los. Ich komme auch nicht drauf klar. Es ist tatsächlich heute der 29. August und ich habe schon die ersten Adventskalender geschickt bekommen, beziehungsweise ich habe mir auch schon welche vorbestellt, die jetzt tatsächlich schon eintreffen. Wir wollen gar nicht weiter drüber reden. Ich habe heute für euch den HZ Adventskalender. Das ist ein Werkzeug-Adventskalender für Männer. Also, ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich 2020 im Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der HZ Adventskalender ist ein Männer-Adventskalender, wie eben schon erwähnt, und da befindet sich Werkzeug drin. Und ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal zusammen rein. Ich habe ihn tatsächlich bei Amazon gekauft für, ich glaube, 55 Euro. Ich setze natürlich den Link dazu unten in die Infobox, aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier haben wir tatsächlich Türchen Nummer 1 und da verbirgt sich das drin, was wir die ganze Adventszeit gebrauchen werden. Denn wir haben ja, Werkzeug, ist klar. Und das hier ist eine sehr, sehr hochwertige, also sie fühlt sich echt gut an, Tasche, wo du, upsala, nachher das Ganze reinpacken kannst. Finde ich ultra cool. Also da sind auch schon Aussparungen für die entsprechenden Geschichten, für die Imbusschlüssel und was auch immer uns in den nächsten 23 Türchen erwarten wird. Und etwas, um das Ganze voneinander fernzuhalten, damit die verschiedenen Metalle sich nicht angreifen, glaube ich. Ich lege mir das mal hier vorne hin, damit ich das dann auch zusammenbauen kann und am Ende zeigen kann, wie es aussieht. Hier haben wir Kläppchen Nummer 2 und es geht schon groß los mit einem Imbusschlüssel. Das ist dieser hier. Das ist 6 mm im Durchmesser. Nummer 3. Oh Mann, ich muss mir echt jetzt angewöhnen, dass ich wieder richtig suchen kann. Hier unten. Klein, aber fein. Ciao. Oh ja, richtig gut. Und zwar haben wir hier ein Schlitzbit. Sehr, sehr praktisch. Und ja, ich denke sogar, dass ich dieses Werkzeugset für uns mit zur Arbeit nehmen werde. Denn wir brauchen tatsächlich öfters mal so ein bisschen Werkzeug. Und ja, warum eigentlich nicht? Habe ich euch übrigens gezeigt, wie cool das aussieht mit dem VW Bulli vorne drauf. Huch, finde ich vom Design her richtig geil. Da hast du eine alte Fabrik, hier hast du den Weihnachtsmann zusammen mit einem richtig coolen VW Bulli. Und das ist halt nicht dieses klassische Rot, so wie mein Outfit, sondern ja, blau. Es ist so ein richtiger Werkstattkalender, hat mein Freund dazu gesagt. So, hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, da haben wir es schon. Mega, mega. Das ist echt klasse. Da kannst du dann halt hier oben die Bits reinmachen und so weiter. Oh, Geilomat. Guck mal, das kann man so ausziehen. Und da gehören dann die Bits rein. Mega krass. Mega krass. Wo ist der Bit? Typisches Problem, man verliert ihn. Und hier müsste auch tatsächlich 6,5. Hier steht auch genau drauf, was da reingehört. Finde ich großartig. So kriegt man das dann auch auf geringste Art und Weise verloren und dann kann man das so runterklappen und zuschieben. Mega, oder? Das ist praktisch. Das feiere ich. So, wir waren bei der Nummer 4. Dann kommen wir jetzt mal zu der Nummer 5. Das ist hier unten ein kleines Türchen. Und auch hier haben wir wieder ein Bit drin. Dieses Mal, uch, das ist doch auch ein Imbus, oder? So sieht der aus. Ja, müsste ein Imbus sein. 9 im Durchmesser oder 6? 6 ist das. Gehört hier rein. Ah, ich feiere das. Dieses Puzzeln ist ja meins. So, jetzt haben wir Nikolaus. Da haben wir auch ein größeres Türchen. Das finde ich schön. Wie ihr wahrscheinlich aus den letzten Jahren wisst, die Nummer 1, die Nummer 6, die Nummer 12 und die Nummer 24 sind für mich persönlich immer am wichtigsten. Und hier haben wir eine Geschenkkarte drin. Auf dieser Geschenkkarte soll ein, ja, Wert von 5 Euro bis, ich glaube, 500 Euro drin sein. Hier ist auch der Code drauf. Win-Code, Gewinn-Code. Jetzt einlösen. Na dann. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter zu der Nummer 7. Die ist hier oben. Auch wieder ein Bit. Ja, das ist ein, upsala, ein Kreuzbit. Und das ist in der Größe 1. Auch den kann man hier an seinen Platz bringen. Das feiere ich so sehr, Leute. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ah, ist es jetzt ein Philips oder ist es ein Pozi? Das dürfte ein Philips sein. Weil Pozi hat, glaube ich, nochmal so eine so ein extra Ding Verstärkungsgedönsen. Suchen wir die Nummer 8. Oh, wir haben wieder einen Imbusschlüssel. Das ist die Größe 3 mm.
winzig klein. Aber wie ich sehe, geht es gleich noch kleiner. Wahnsinnig spektakulär, das Ganze hier zusammen zu puzzeln. Das ist voll mein Ding hier. 9. Noch kleiner! Ui, der ist winzig. Ist das ein 2er oder ein 1,5er? Boah, ich habe keine Brille hier, ne? Steht da überhaupt was drauf? Steht nicht drauf. Ich guck mal, wo er reingepuzzelt passt. Ja, ist tatsächlich 1,5. Wo haben wir denn die Nummer 10? Da, groß. Auch hier wieder ein Inbusschlüssel. Das ist dieser hier. Kannst du nie genug von haben, man verliert die ständig. 5 Milliliter. Milliliter, vor allem Millimeter. Die Nummer 11 haben wir hier. Das dürfte ein Torx sein. Ein 20er Torx ist das. Zur Halbzeit gucken wir uns die Nummer 12 an. Okay, die ist klein. Keine spektakuläre Halbzeit. Es ist nur ein Torx 15er. 13 haben wir hier. Das dürfte jetzt aber ein Philips sein, oder? In der Größe 2. Ne, das ist ein Pozi. Ein Pozi-Kreuz. Ich sollte solche Unboxings mal mit Brille machen. Okay, dann haben wir die Nummer 14 hier. Hier müssten wir einen Inbus 5 haben. Es sieht so cool aus, wie sich das Teil hier entwickelt, Leute. Boah, Wahnsinn. Okay, ich war bei 14 und gehe nun zu der Nummer 15. Die ist hier. Das ist eine Verlängerung. Richtig geil. Da kommst du an jede Ecke, an jede Kante und einfach überall hin. Mega. Also das auf Arbeit. Ich glaube, da werde ich echt die Queen sein, Leute. Denn letztens haben wir einen Ventilator zusammenbauen müssen und wir hatten kein Werkzeug. Das war ein bisschen ärgerlich. Okay, die Nummer 16. Hier versteckt sich ein weiterer Schlitz. Richtig klasse, der ist ein bisschen kleiner für kleinere Schrauben. Das ist die Größe Nummer 4. Kann man safe sehr, sehr gut gebrauchen. Die 17 haben wir hier oben. Ich finde es ganz schön, dass du hier so Viecher zum Eindrücken hast, ne? Dann bekommst du die einzelnen Sachen hier auch einfach besser raus und das ist ein bisschen fingerschonender, vor allem wenn man den ganzen Adventskalender auf einmal aufmacht. Hier haben wir auch wieder einen Inbusschlüssel und das ist jetzt die Größe 2 oder 2,5. Mal gucken, wo der reinpasst. Das ist 2,5. Da passt er rein. 18? Ich glaube, ja, 18. Ich glaube, in der Weihnachtszeit werde ich dann deutlich beweisen können, dass ich mindestens bis 24 zählen kann, teilweise sogar bis 25. Hier haben wir auch wieder einen Inbus und das ist die Größe Nummer 4. Okay, die Nummer 19 ruft. Hier haben wir den kleinen, also den fast kleinsten Inbusschlüssel. Das dürfte die Größe 2 sein. Das passt nicht so schön rein, wie man sich das vorstellt, muss ich gestehen. Gerade bei den kleineren Inbusschlüsseln ist es etwas schwieriger. So, 20, wo bist du? Meine Herren, wir haben jetzt schon den Endspurt, sagte sie und schmiss es runter. Fang es auf, fang es auf. Oh. Was haben wir hier? Ein Pozi 1. Kreuzschlitz Pozi 3 1. Die Nummer 21 ist hier unten. Ist auch wieder ein Bit. Da haben wir ein Torx. Und das ist die Torx-Größe 25. Ich hoffe übrigens, dass es, wenn man das so sieht, das sind ja so mini kleine Fisselteile, ne? Gut. Scharf. Feier ich, wie das aussieht. Ihr seht es ja gleich. Mega geil, Leute. Ich sag euch das. 22 müsste ich jetzt, glaube ich, nehmen, ne? Ich war 21, genau. 22 hier oben. Da haben wir auch wieder einen Inbusschlüssel und da haben wir die Größe Nummer 4. Ja, sehr viel haben wir jetzt ja nicht mehr, was wir hier drin haben könnten. Das heißt, wir gehen jetzt zu der Nummer 23, die hier oben ist. Da haben wir einen Philips-Kreuzschlitz und das ist die Nummer 2. Und hier haben wir jetzt die Nummer 24. Heiligabend, Leute. Was da wohl hinter ist, das muss knallen, weil wir haben jetzt ja schon so viele schöne Sachen. Ja, okay. Ein Flaschenöffner. Ja, gut. Das ist ein Flaschenöffner. Er ist cool. Ey, komm. Cool ist er. Definitiv. Mag ich leiden. Kriegst du auch gut eine Flasche mit auf. Der ist auch
klein und fein und schön zu verstauen. Passt aber nicht in mein wunderschönes Case, glaube ich, rein, oder? Weil hier habe ich jetzt tatsächlich mein Case, wo ich die verschiedenen Inbusschlüssel reingetan habe. Hier dann auch die Verlängerung. Und hier würde man tatsächlich dann auch die Knarre reinpacken. So. Sieht schon gut aus. Ob das jetzt seine, ich weiß nicht, ne, 55 Euro wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist für mich Gold wert, wenn ich das mit auf die Arbeit nehmen kann. Und hier kann man das dann entsprechend öffnen und hat hier dann die, ich finde es so toll, die verschiedenen Einstecker-Bits. Mega. Und dann kann ich hiermit 1A schrauben. 1A, wirklich 1A. Das ist schon eine Technik, die begeistert, oder? Ich finde es scharf. 1A, richtig 1A. Und hier hast du halt wirklich, dir wird hier angezeigt, wo du was reinzupacken hast. Das heißt, du weißt auch genau, was du verloren hast, wenn es nicht drin ist. Finde ich gut. Ich bin ja so ein Ordnungsfreak. Leute, das war jetzt der erste Adventskalender, den ich in 2020 geöffnet habe. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare und auch gerne, welchen Adventskalender ihr auf diesem Kanal auf jeden Fall sehen wollt. Ja, ne? Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Das ist jetzt hier das erste Video. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!